Ja, aber wie gesagt, da muss man jetzt wirklich sagen, das braucht, glaube ich, wirklich viel Leistung. Also so etwas mit den ganzen Lichtern pro Gerät, mit den ganzen Animationen, wie er das Gras aufsammelt und ablädt, etc. Weißt du? Pro Gerät, da ist wirklich viel Animationsarbeit in dem Game, glaube ich. Ja, viel Liebe ist auch im Detail, aber es sind halt teilweise Bugs, die halt schon ziemlich game-breaking sind noch da, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Und wie gesagt, dass hier zwischendurch dann eben auch während des Spielens so Lags auftreten, das ist schon etwas strange. Also ja, das ist auch etwas nervig. Und witzigerweise bekomme ich auch ab und zu, vor allem bei Nitrado selbst, eben die Mitteilung oder eben oben drüber so eine Leiste mit Informationen, dass die Server einfach tatsächlich gerade bei Landwirtschaftssimulator nicht rundlaufen. Also das ist... liegt jetzt tatsächlich... Wenn wir uns einen Server vom Hersteller selbst nehmen, für Giants, die haben da auch einen eigenen Host, wäre das wahrscheinlich besser gewesen. Aber es ist halt nicht so einfach zu bedienen wahrscheinlich. Ich komme ja dann bei Nitrado auch weiter zum zur Administrations Seite von Giants selbst. Okay. Da steht das generell drin, dass sie nicht so sauber laufen, ist ja aber, ja. Das ist etwas strange, das Ganze, ja. Also ich weiß nicht, an wem es jetzt tatsächlich liegt, ob es jetzt wirklich an Nitrado liegt oder ob es jetzt wirklich an Giants liegt, aber hier und da ist das Ganze nicht so sauber gelöst, wie es vielleicht sein könnte, um den Flow einfach hier sauber zu halten, sag ich mal, ne? Oder stabil. Es ist einfach schade im Spiel. Aber immer noch weniger negative Kritik als jetzt zum Beispiel Battlefield, ne? Ja. Was wirklich das mega Spiel ist wenigstens fertig, was wir hier zocken. Ja, und das ist wirklich mega sad, finde ich. Also ich finde es wirklich mega sad. Ich habe mich so gefreut, ich mochte Battlefield. Ich war mega hyped von der Beta, ich war so hyped einfach. Weil Battlefield tatsächlich auch, also vor allem 3 und 4, also das und Play for Free, das waren so die Battlefields, die ich immer wieder gespielt habe. Die waren so nice. Alles danach, ja, den 1er habe ich mir dann, glaube ich, gegönnt, Battlefield 1. 1 war auch nice, ja. War auch nice, vor allem die Story-Modes mit den verschiedenen Kriegserzählungen, also das war... Ja, das habe ich gar nicht gezockt, nur Multiplayer. Nee, da muss ich wirklich sagen, das waren Feelings, die waren anders heftig, also wirklich. Die haben das so geil gemacht. Mega nice. Aber das jetzt eben mit 2042, das ist etwas sad, muss ich sagen. Ja, es ist halt einfach ein Full-Price-Game. Vollpreis, aber halt nicht fertig irgendwie. Ja, und vor allem der Vollpreis ist ja auch wirklich nicht wenig. Also wirklich nicht wenig. Da ist der Vollpreis ist auch nicht gerechtfertigt in meinen Augen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist einfach eine bodenlose Frechheit in meinen Augen. Ich kann auch nicht ein Auto verkaufen, wo, keine Ahnung, nur der halbe Motor drin hängt. Das ist ja auch dumm. Stimmt. Oder, keine Ahnung, ein Komplett-Haus oder ein Fertigteilhaus verkaufen, wo einfach das Dach nochmal 50.000 Euro extra kostet. Das kauft doch kein Mensch. Ist doch dämlich. Man muss es auch sagen, ich war der ultimative Fanboy. Ich war so gehypt von dieser Beta. Ich wusste mir von dem Moment an, es ist die Beta. Ich habe mir gewünscht, dass sie das noch verbessern. Was ist jetzt schon wieder? So kommt jetzt wieder Schatten. Da kommt echt Schatten. LOL. Stufenweise Schatten. LOL. Es ist halt mega schlecht gemacht im Game. Also das jetzt mit dem Schatten, das ist wirklich... Also das ist jetzt das Erste, was mich wirklich negativ jetzt beeindruckt. Also das ist... Ja, es ist schade, weil so viel Arbeit hinter diesem... Also im Spiel drinnen steckt. Und dann verkacken sie es einfach mit dem Schatten. Schatten. Ja, das ist halt traurig, aber... Vor allem, ich meine, wenn es jetzt nur nach Tag... Geschichten wären, okay, aber jetzt wegen einer Wolke so einen Stufenschatten reinzuhauen, ist jetzt etwas strange. Meiner Meinung nach. Also den hätten sie jetzt auch ruhig weglassen können. Das ist jetzt nicht gerade etwas, das ist strange, ist einfach nur traurig. Das ist jetzt nicht gerade die Animation, die ich in dem Game jetzt unbedingt brauche. Guck, da vorne ist wieder weg. Guck, wo du jetzt fährst. Ja. Siehst du? Da stufig. Ist jetzt wieder weg. Alles schön stufig, ne? Alles schön. Das ist jetzt tatsächlich weil es sehr ist das Jahr 2021 und da kann man sowas schon noch machen, Alter. Nicht mal Minecraft hat so einen stufigen Schatten, Alter.
Aber Hauptsache die Reifen werden dreckig und die Felgen, ne? Das heißt eigentlich, dass die Windschutzscheibe auch, wenn du C drückst? Ne, bei mir jetzt nicht. Also ich sammle jetzt ja auch nur Gras ein, aber ich bin schon wieder voll. Also bei meinen Deutsch ist sie halt richtig eingesaut. Ich find's auch etwas strange. Ich meine, gut und schön, dass ich durch die Schilder durchfahren kann und nicht jedes Mal jetzt stecken bleiben und wieder umdrehen muss, aber ich find's ein bisschen strange, dass die beim 19er tatsächlich umgefallen sind. Also beim 19er, wenn ich da mit einem Traktor in ein Schild rein bin, egal in was für ein Schild, da ist das Schild umgefallen. Das habe ich auch mitnehmen können, weißt du, ich meine? Also das ist vor mir her gerutscht und also habe ich wirklich mitgenommen. Jetzt, beim neuen, machen Sie es nicht mehr. Fahre ich einfach leer durch. Also das ist tatsächlich auch etwas, das ich jetzt das nicht... Das ist irgendwie ein Rückschritt, oder? Ja, das ist irgendwie, genau, das ist jetzt irgendwie so ein Rückschritt. Also, statt dass man sowas behält, nee. Was ich jetzt auch nicht ganz verstehen kann, aber wie gesagt, beim vorherigen gab's das. Achso, aber Hauptsache der eine Schranken hier, der ist wieder total da. Lol, sogar der Reifen blockiert, alles klar. Das haben sie wieder, ne? Das ist total, lol, und das Fass. Alter, ich raste auch. Aber das ist tatsächlich etwas, das mich etwas verwirrt. Und beim Schalten, fällt mir gerade auf, beim Schalten greift er jedes Mal rechts rüber. Also das ist auch sehr detailreich gemacht. Also das ist toll, aber der Rest lässt halt tatsächlich zum Wünschen übrig ein bisschen. Hä? Bin ich dämlich? Achso, wir haben gemietete Objekte, okay. Wir kommen irgendwie nicht von den 127.000 weg, kommt mir vor. Also ich lade jetzt zum dritten Mal 1.000... Leute, das war jetzt nicht immer 1.000, oder? Wieso das? Genau. Ich lade jetzt zum dritten Mal 1.000er, 1.000er ab, aber wir sind noch immer bei 127.000. Das verwirrt mich jetzt etwas. Ja, weil wir einfach... Keine Ahnung. Weißt du, was ich jetzt auch... Achso, nee, das müsstest du jetzt machen. In den Einstellungen drin ist, finde ich es jetzt ehrlich gesagt etwas übertrieben, vor allem, weil wir Schulden ja auch haben, finde ich es etwas übertrieben. Wo ist denn das drin überhaupt? Wo war denn das? Also ich glaube, das sehe ich jetzt ja nicht mehr, weil ich jetzt nicht als Admin angemeldet bin. Guck mal in den Einstellungen nach. Da gibt es den Punkt zwecks der Wirtschaft. Irgendwas mit der Wirtschaft. Mit der Wirtschaft? Ja, dynamische Wirtschaft gibt es da, glaube ich. Nee, das meine ich jetzt gar nicht, sondern... Doch. Nee, das ist doch. Der Punkt mit dem Schwierigkeitsgrad der Wirtschaft, sag ich mal, ne? Wo ja, genau. Die Preise niedriger sind und so, ne? Das könnten wir ruhig etwas niedriger stellen, weil das ist schon etwas hardcore, sag ich jetzt mal. Weil wir merken, was meinst du mit den Preisen? Ja, dass wir jetzt, das heißt, die Preise nicht so niedrig sind, wie sie gerade sind, weißt du, wie ich meine? Also wir sind ja auf Schwierigkeitsstufe... Ja, wenn du das einstellen willst, dann... Wir sind ja auf Schwierigkeitsstufe schwer oder sehr schwer oder so. Sehr schwer sind wir, ja. Ja, und das ist halt tatsächlich... Man merkt's, ne? Wir kommen ja fast gar nicht rauf. Wir kommen nicht weiter, ne? Nee, das ist wirklich schwer. Weil die Miete auch sehr teuer ist, sage ich mal. Auf Dauer zumindest. Je länger du die Geräte mietest und gewinnst. Wie schnell fährst du? Ich laufe halt einfach schneller als du. Ja, ich fahr 17. Lol, ich lauf 20 km/h schneller, was? Lol. Lol, einmal komplett über die Geräte drüber gerutscht, okay. Ja, kannst du gerne verstellen. Ja, ich bin jetzt nicht als Admin angemeldet. Achso, ja, kannst dich auch als Admin einloggen. Ja, schon, ich habe jetzt das Passwort nicht zur Hand und ich mache jetzt zuerst mal den Acker fertig. Oder das, die Wiese hier. Benötigt Karik. Mal kurz aufheben. Mal kurz wieder von neu ranfahren hier. Hoppala. Mann. So. Jetzt hier. Da. Ah, oh, sehr schön. Wir haben ja tatsächlich nicht mehr viel eigentlich. Was haben wir ja noch? Wirklich nur mit die zwei Lines. Nein, meine Maus ist leer. Nee, doch nicht.
Was? Mega Lag. Mega Lag? Ja, komplett. Ich stehe. Wirklich gar nichts mehr. Ich auch. Nee, es ist kein Lag. Doch, ich stehe. Er bewegt seine Beine, wenn du seitlich reinguckst. Er gibt noch Gas und. Ja, bei mir ist die Animation vom Gras aufsammeln. Jetzt geht's wieder. Bei mir ist aufsteigen kann ich auch. Bei mir ist die Animation vom Gras aufsammeln noch immer da gewesen, aber alles andere war Stillstand. Lol. Okay. Strange. Er betätigt auch die Pedale. Look, mega nice. Boah. Lol. Ich hab's verkackt. Ich hab's so hart verkackt. Ich glaube, ich muss jetzt nicht jedes kleines Häufchen aufsammeln, oder? Nee, das. Nee, scheiß drauf. Walla. Mach Scheißung. Oh mein Gott, komm, fahr den Berg hoch. Los. Los. Sehr schön. Los. Alter, ich bekomme den halt tatsächlich nicht mehr fertig. Ich muss nochmal auslernen. Nice. Ja. Geh mal die ganzen gemieteten Gegenstände zurück, die wir jetzt nicht Standard B brauchen. Wieso? Das macht ja keinen Unterschied. Ja. Die Miete wird nach Stunden, die wir die Geräte benutzen, berechnet. Wenn wir das nie benutzen, dann wird auch keine Miete dafür verrechnet. Da bist du dir sicher? Steht so in den Optionen drin, also in dem Tutorial-Teil da. Also wenn die jetzt nur herumstehen, passiert nichts. Passiert nichts, richtig. Sicher. Ja, ist, kannst du da nachlesen da drin. Okay, ich vertraue dir jetzt einfach mal. Was machst du gerade, Kalten? Ja, okay. Ich such's jetzt raus. So, ganz einfach. Gibt's hier Geld ausgeben, Geld ausgeben. So. Such, du hast noch die Möglichkeit, Fahrzeuge und Geräte zu leasen, anstatt sie zu kaufen. Dazu kannst du in den Shop gehen und leasen, statt kaufen. Du wirst gebeten, eine Startgebühr zu bezahlen. Und bezahlst die Maschine danach stundenweise. Der Preis, den du bezahlst, ist an die von dir gewählten Anpassungen gebunden. Fisch? Oder spielstundenweise? Nee. Spielstundenweise, doch. Ich wette mit dir jetzt fast. Ich glaube stundenweise, wie ich das benutze, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht. Also ich hätte es jetzt andersrum verstanden. Sonst können wir auch theoretisch abwarten, wie viel uns das nächste Mal abgezogen wird. Ich meine, ist es nicht mega dumm, wenn wir jetzt hier. Ja, ich meine, wenn es jetzt wirklich realistisch gestaltet ist, dann ist ja das tatsächlich nach Dauer, die du die insgesamt ausleihst, wird das berechnet und nicht nach Dauer, die du sie benutzt. Ja, wäre realistisch, das stimmt schon. Also das wäre jetzt mein Verständnis, weil sonst könntest du ja alles einmal mieten und dann lässt ja, du das einfach ewig stehen und es wird ja nur das verrechnet, das du benutzt, aber wie gesagt, das würde ich jetzt nicht so sinnvoll oder logisch betrachten. Ja. Weil dann brauchst du ja eigentlich nie was kaufen. Nee. Weil das bisschen, was danach, nach der Startgebühr der Stundensatz ist, ist ja dann wirklich nicht viel. Nee. Also ich würde es jetzt, wie gesagt, nicht so logisch finden. Ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Los! Man kann sogar seinen Traktor noch erst so lackieren lassen, wieder wenn er Schrammen hat. Echt? Also, ja. Also es gibt nichts, was es nicht gibt in dem Game. Hey lol, blockiert mich jetzt tatsächlich der kleine Ast hier, oder wie? Tatsächlich. Runter eigentlich, ja. Tatsache. Okay, das ist... Okay, alles klar.